Hallo zu einem neuen Video. Dieses Mal wird es gehen um Judith Butler. Wie immer geht es um Grundbegriffe, damit das Ganze auch nicht zu lang wird. Schwerpunktmäßig geht es in diesem Video um die Frage, könnten wir sagen, bei Judith Butler der politischen Subjektivität, vor allem um die Frage, wer damit gemeint ist, wenn auf Demonstrationen skandiert wird, wir sind das Volk. Aber um das Ganze auch besser einordnen zu können innerhalb ihrer Theorien, wird es vorweg durchaus auch um Gender Trouble gehen, also das Buch, wofür sie ja zu Beginn berühmt wurde. Judith Butler, geboren 1956, hat in Philosophie ihr Doktorat erworben, war unter anderem auch an der Yale University. Sie hat momentan einen Lehrstuhl für Rhetorik und Komparatistik an der University of California, Berkeley, auch in der Schweiz am European Graduate Institute unterrichtet sie, hat dort den Hannah Arendt Lehrstuhl. Ihre Partnerin ist Politologin Wendy Brown. Auch die wird vielleicht manchen bekannt sein. Worum geht es bei Judith Butler? Ich denke, diese Art der Keywords und der Schwerpunkte, die sie in der Theorie gesetzt hat, sind wahrscheinlich bekannt. Es geht vor allem um die Dekonstruktion von Identität und Identitätskonstruktionen im Allgemeinen, aber vor allem auch um die Geschlechtsbinarität. Wozu auch die Unterscheidung zwischen Sex und Gender gehört. Das heißt, das wird oft ein bisschen missverstanden, als ob Judith Butler eine der ersten wäre, die zwischen Sex und Gender unterschieden hat. Das kurz bevor Butler das Buch Gender Trouble geschrieben hat, gab es schon diese Unterscheidung zwischen dem sogenannten natürlichen biologischen Geschlecht Sex und Gender als Geschlechtsidentität. Was sie aber macht, ist eigentlich auch noch zu zeigen, dass diese Unterscheidung wiederum eine Geschlechtsbinarität nur verstärkt oder verfestigt. Wir kommen dann gleich noch dazu. Ganz wichtig bei Butler, das findet man immer wieder oder in allen Werken eigentlich, ist ihr Bezug auf Performativität, also auch die Frage, inwiefern Bedeutung konstruiert wird. Oder sich Bedeutung und auch eben Identitäten vor allem über den Körper und durch den Körper entstehen. Dazu werden wir auch noch ein paar Beispiele sehen. Sie hat sich auch mit dem Judentum beschäftigt, das entspricht auch ihrer eigenen Biografie, auch mit Palästina und so weiter, viel mit Trans- und Intersexualität, aber auch mit Flucht. Und zuletzt auch der Frage, welches Leben wir als betrauernswert empfinden. Also man sieht thematisch eine gewisse Bandbreite, natürlich immer mit ihrem sehr grundsätzlichen Verständnis oder ihrem Theoriezugang auch der Dekonstruktion. Sie schließt immer wieder an Michel Foucault an, aber wir könnten auch sagen an Derrida. Sie setzt sich sehr viel mit Theorien auseinander, die sie auch kritisiert, aber sich einfach auch abarbeitet an gewissen Theoriesträngen. Also man kann sie durchaus auch in einer poststrukturalistischen Tradition sehen und eben auch einer postmarxistischen und auch wenn sie nicht immer und von allen dazu gezählt wird, kann man sie sehr wohl auch im Kontext von radikalen Demokratietheorien verorten. Das sind nur ein paar Bücher, die wichtig waren. Es gibt natürlich zahlreiche mehr. Sie veröffentlicht sehr viel. Gender Trouble, eben dieses berühmte Buch über das dann das Unbehagen der Geschlechter, über das sehr viel gearbeitet wurde und auch kritisiert, hat Aufsehen erregt 1990. Bodies That Matter, auch ein wichtiges Buch ihrerseits. Übrigens gibt es das alles natürlich auch mittlerweile in deutschen Übersetzungen. Frames of War, also wo sie sich auch mit dem Krieg eben auseinandersetzt und vor allem mit dem bedauernswerten Leben.
Und eben ein Beispiel auch für ihre Zugewandtheit zum Judentum und das Nachdenken darüber, auch über die Politik Israels. Bei all ihren Ansätzen wird sie immer wieder angefeindet, teilweise wirklich grob. Also sie ist eine Denkerin, die durchaus auch in der Öffentlichkeit steht. Ich finde, oft sehr mutig und entschieden auftritt. Sie hat zum Beispiel einmal auch einen Preis, den sie verliehen hätte bekommen, im Zuge des Christopher Street Days abgelehnt, weil sie monierte, dass auch auf diesen Pride Parades und so weiter, also wo es eigentlich um die Anerkennung von verschiedenen Geschlechtsidentitäten geht, doch zum Beispiel doppelte Minderheiten, wie man so sagt, zum Beispiel muslimische, Schwule und so weiter, wieder ausgeschlossen werden. Also sie ist da sehr streng und sehr radikal manchmal und dadurch natürlich erfährt sie auch viel Kritik, ja, und Widerspruch. Die Frage eben, was heißt für Sie, weil das ein ganz wichtiger Aspekt ist, das Performative und Performativität und was das für Sie bedeuten kann, mal als Grundlage sehen wir uns ein kurzes Video an, in dem sie es selbst erklärt. It's one thing to say that gender is performed, and that's a little different from saying gender is performative. When we say gender is performed, we usually mean that we've taken on a role, we're acting in some way. And that our acting or our role-playing is crucial to the gender that we are and the gender that we present to the world. To say that gender is performative is a little different because for something to be performative means that it produces a series of effects. We act and walk and speak and talk in ways that consolidate an impression of being a man or being a woman. You know, I was walking down the street in Berkeley when I first arrived several years ago, and a young woman who was, I think, in high school leaned out of her window and she yelled, "Are you a lesbian?" And she was looking to harass me. Or maybe she was just freaked out, or she thought I looked like I probably was one and wanted to know. But instead, I just turned around and I said, "Yes, I am." And that really shocked her. We act as if that being of a man or that being of a woman is actually an internal reality or something that's simply true about us, a fact about us. Actually, it's a phenomenon that's being produced all the time and reproduced all the time. So to say gender is performative is to say that nobody really is a gender from the start. I know it's controversial, but that's my claim. For sissy boys. Or how difficult it is for tomboys to function socially without being bullied or without being teased or without sometimes suffering threats of violence or without their parents intervening to say, maybe you need a psychiatrist or why can't you be normal? So, you know, there are institutional powers like psychiatric normalization and there are informal kinds of practices like bullying, which try to keep us in our gendered place. There's a real question for me about how such gender norms get established and policed and what the best way is to disrupt them and to overcome the police function. It's my view that gender is culturally formed, but it's also a domain of agency or freedom. It's most important to resist the violence that is imposed by ideal gender norms, especially against those who are gender different, who are non-conforming in their gender presentation. Ein kurzer Einblick also darin, wie Sie das performative Element erklären würde. Schauen wir uns mal die Keypoints, also es kann ja alles nur sehr kurz und knapp jetzt sein, aber die Keypoints an von Gender Trouble. Wie gesagt, weil ihre Art der Kritik sich auch durch die anderen Werke natürlich durchzieht, ihr Zugang. Also was kritisiert sie damals vor allem?
Es geht also um eine Kritik am Identitätsdenken generell. Natürlich, man kann sagen, es handelt sich ähnlich wie bei Spivak um einen anti-essentialistischen Zugang. Man hat es auch im Video gehört. Also Identität ist natürlich mal nichts Gegebenes, nichts Festes, auch nichts Angeborenes. Es ist etwas, das permanent, performativ konstruiert, rekonstruiert, abgewandelt wird. Wer Derrida kennt, auch daran lehnt sie sich teilweise an, eben die Frage der Wiederholung. Wiederholung als etwas, das ja tatsächlich eine Norm vielleicht reproduziert, aber jede Wiederholung bringt auch eine leichte Verschiebung mit sich. Also insofern, selbst die Norm ist immer wieder in bestimmten Dimensionen natürlich auch abänderbar. Sie kritisiert in dem Werk auch den Feminismus und daraufhin wurde sie wiederum als Antifeministin bezeichnet. Und zwar jenen Feminismus, der ganz stark auf das Subjekt Frau setzt, also auch mit Weiblichkeit und vor allem mit Differenz argumentiert. Butler ist im Prinzip eine, die sagt, eigentlich müsste die Kategorie Subjekt Frau im Endeffekt aufgegeben werden, weil es eben, weil diese Art von, wie sie es eben nennt, finde ich sehr eindringlich, Vereindeutigung nichts anderes als Gewalt bedeutet, weil nun mal sozusagen diese Art von Vereindeutigung nicht der Varianz und dem Pluralismus der Realität entspricht. Sie kritisiert in dem Buch auch die Psychoanalyse, also sie geht durch verschiedene theoretische Ansätze durch und zeigt auf, das ist sehr interessant, wie sehr selbst modernere Theorien doch immer wieder im Grunde zur Basis haben eine Unterscheidung auch binär zwischen Natur und Kultur. In der Psychoanalyse zum Beispiel, wo die Triebe schon vorsozial angesiedelt werden, also die sind schon existent, auch ein gewisses Begehren ist existent. Und dann diskutiert man eben, was dann im Prozess der Sozialisierung passiert. Aber die fundamentale Unterscheidung, die dem zugrunde liegt, ist wieder Natur und Kultur. Und das ist natürlich auch, wenn man dann über Geschlecht nachdenkt, wieder ein Problem, weil es so getan wird, als ob es eben dieses natürliche Geschlecht gäbe. Und das jeweils schon mit bestimmten Bedeutungen und Ausdeutungen in Verbindung steht. Also zum Beispiel die Frage, was ist das natürliche Begehren der Frau oder des Mannes und so weiter. Sie kritisiert dann eben auch diese Unterscheidung zwischen Sex und Gender. Also erstmal sagt sie, und sie lehnt sich auch an Beauvoir an, natürlich war es gut zu unterscheiden, dass überhaupt darüber nachgedacht wurde, dass Geschlechtsidentität etwas Konstruiertes ist, wie es schon bei Beauvoir eben war, dass die Frau gemacht ist und nicht als Frau geboren wird. Allerdings mit dieser Unterscheidung zwischen Sex, also dem biologischen Geschlecht und Gender, der Geschlechtsidentität, wird wiederum eine Geschlechtsbinarität stabilisiert, also auch zwischen Mann und Frau, indem man eben wiederum versucht, das Biologische vom Sozialen auch zu trennen. Aber das suggeriert, dass also auch das biologische Geschlecht schon entweder als Mann oder Frau geboren wird, wie wir heute wissen und wie sich heute auch ganz andere Zugänge entwickelt haben. Auch in der Biologie und den Naturwissenschaften gibt es ja viele verschiedene Varianten selbst der körperlichen Geschlechtlichkeit. Sie wird dann auch noch einen Schritt weiter gehen, nämlich dass diese körperliche Geschlechtlichkeit auch durch Performatives geprägt wird. Und auch das finden wir heute mittlerweile in der Biologie. Also auch diese Frage von, wie verhält sich zum Beispiel ein Körper eines Kindes auch im Habitus, dem immer gesagt wird, du bist ein Mädchen, damit schon verbunden, du bist schwach und so weiter. Also das wirkt sich alles auch auf die Haltung aus und schreibt sich in den Körper hinein. All das hat sie eben schon in dieser Zeit gesagt und das ist halt sehr interessant, weil im Prinzip ist ihr Buch von 1990 heute bestätigter, also als jemals zuvor, eben auch durch die Biologie oder durch andere Disziplinen. Das ist sehr interessant. Also man kann es wirklich immer noch lesen mit Gewinn.
obwohl es eben damals zu so einem solchen Aufschrei kam, weil ihr auch vorgeworfen worden ist, dass sie die Materialität des Körpers ignorieren würde oder in Frage stellen. Gut, also was sagt Butler nun dazu? Ihre Grundannahmen sind, dass es, sie unterstellt weder eben eine Natürlichkeit, auf die wir schließen könnten, die wir feststellen könnten oder Aussagen darüber treffen, noch aber geht es auch darum, dass wir uns selbst konstruieren könnten, wahllos, individualistisch, pluralistisch, wie wir wollten. Also das ist ganz wichtig, weil sie setzt sich sozusagen zwischen den Essentialismus und zwischen dem Konstruktivismus in dem Sinn, dass sie nicht behaupten würde, wir hätten die komplette Macht über uns, indem wir sagen, wir können uns zu dem machen, der wir sein wollen. Das ist auch ganz wichtig, weil sie sehr stark immer wieder machtförmige Strukturen, die nun mal auf uns wirken und die wir eingebettet sind, in den Blick nimmt, da schließt sie eben stark an Foucault und auch an den Diskursbegriff an. Also was ist Geschlecht dann bei Judith Butler? Es ist eine performative Alltagspraxis. Wie gesagt, auch das biologische Geschlecht, auch was den Körper betrifft, auch das ist performativ, wird performativ geformt. Das heißt also, das Geschlecht unterliegt gewissen Machtordnungen. Also generell die performative Alltagspraxis unterliegt Machtordnungen, hat aber auch ein Potenzial, Unordnung zu stiften. Also das ist auch eine Anlehnung an Foucault, zu sagen, Macht ist nicht immer nur als etwas Negatives, Repressives, Herrschaftliches zu verstehen, sondern eben auch als produktiv, also auch als Möglichkeit und Option. Sie setzt ganz stark sich ein gegen eine Vereindeutung, wie ich es schon genannt habe, weil Eindeutigung eben immer Gewalt bedeutet. Also die drei Punkte zum Beispiel hier rechts, das Geschlecht und andere Identitäten werden einmal durch Wissenschaft geprägt, also das, was wir einfach als objektiv nehmen, als objektive Wissenschaft, durch soziale Regeln, durch Vorgaben, durch Normen und so weiter, aber eben auch durch verkörperte Praktiken der Inszenierung, wie sie es auch anspricht, also das Performative in dem Video. Eine Option nun dagegen anzutreten, das sieht sie auch in gewisser Weise als ihre Aufgabe, ist, diese Binaritäten nun in Verwirrung zu bringen. Also es ist ganz wichtig bei ihr, dass, wie sie es zeigt bei Sex and Gender, dass eine Art von Kritik, also nur Kritik reicht im Prinzip nicht aus, weil ja durch eine Kritik das Kritisierte immer bestätigt wird. Und das heißt, hier versucht den Rahmen zu sprengen. Und da sieht sie die Parodie, zumindest damals noch in diesem Buch, als eine Möglichkeit. Sie macht sich Gedanken also über die Möglichkeit auch der Subversion. Vervielfältigung ist für sie ein ganz ein zentraler, wichtiger Aspekt. Auch die Zunahme an Komplexität und das auch akzeptieren zu können, das ist bis heute in ihren Werken zu lesen. Es ist auch eine mögliche Ethik, lässt sich daraus für sie entwickeln, nämlich, dass auch der Mensch in seiner Fragilität einfach akzeptiert und anerkannt wird. Also, dass eben diese Vereindeutigung nicht möglich ist. Und dass wir nun mal immer auch gewissen Machtordnungen und Strukturen unterliegen, die aber auch unterwandern können. Also es geht immer um so eine Wechselseitigkeit. Ja? Man kann es nicht auf eine Seite hin auflösen. Und eben auch das Scheitern als Möglichkeit. Man sieht hier schon, dass sie, wie ich es nennen würde, zu jenen gehört, die eine Philosophie der Kontingenz vertreten. Also die Kontingenz ist ein ganz wichtiger Aspekt auch in ihren Arbeiten. Kritik eben im Anschluss an das Buch, das sind nur zwei Dinge. Wie gesagt, es kam zu vielen, vielen Diskussionen diesbezüglich. Aber eben das eine, die Frage, ist sie Antifeministin, nämlich auch in der Hinsicht, dass sich der Feminismus gefragt hat, wie kann man Politik machen ohne dem Subjekt der Frau? Also welche Forderungen kann ich dann stellen und für wen? Und das ist sicherlich zu diskutieren, wobei ich sagen würde, in der Art und Weise, wie sie sich auch tatsächlich politisch zu Wort meldet und einsetzt, zeigt sie selbst, wie doch politische Forderungen gestellt werden können. Die Materialität des Körpers, ob sie das eben in Frage stellt, würde ich auch sagen, nein, wer ihr das vorwirft, hat das falsch verstanden. Es geht ja eigentlich eher bei ihr um eine Verwobenheit von Körper und Sprache
Und der Versuch eigentlich auch zu zeigen, dass diese Dichotomien, wie gesagt, nicht durchziehbar sind. Also dass das alles viel verschränkter und komplexer ist. Ich habe nur ein Beispiel herausgesucht, Parodie. Ryan Sabian zum Beispiel, ein Künstler, der versucht hat, auch Geschlechternormen und was damit verbunden wird, in Frage zu stellen, indem er einen Katalog, angelehnt an die Pin-Up-Kataloge mit nackten Frauen, erstellt hat, nur mit Männern, also Man-Ups heißt das Ganze. Und die stellten die Positionen nach, in denen sich die Frauen auf diesen Pin-Up-Katalogen befinden. Und erst dadurch, dass ein Mann jetzt eben die Position der Frau einnimmt, wird offensichtlich, wie künstlich die Abbildung, nämlich auch der Körper, auf solchen Pin-Up-Katalogen und Kalendern ist. Ja. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, auch diesen Rahmen überhaupt zu sprengen, innerhalb dessen für uns das schon normal geworden ist, wie Frauen zum Beispiel abgebildet werden, in welchen Körperhaltungen. Ja, der Schwerpunkt, wie gesagt, jetzt soll aber eher darauf liegen, wie Butler über Versammlung nachdenkt, über Demonstrationen und schlussendlich über die Frage nachdenkt, was Volk bedeutet. Es handelt sich hier um einen Artikel, Wir das Volk, der sich findet in Was ist ein Volk, mit verschiedenen Essays, zum Beispiel von Badiou, Bourdieu, Rosière und so weiter. Also Wir das Volk, im Englischen erschienen 2013, Deutschland 2017. Hier denkt sie also über die Funktion und Bedeutung der Versammlung in Demokratien nach. Sie sagt hier, dass eine Versammlung, also wenn eine Versammlung stattfindet, in der Öffentlichkeit, auf der Straße, dass es sich hier um einen Moment handelt der Inkraftsetzung der Volkssouveränität. Volkssouveränität wiederum ist für sie ganz klar mit ihrem theoretischen Hintergrund eine performative Inszenierung von Körpern. Das heißt, und das ist sehr interessant, gerade was die Digitalität und betrifft und unser digitales Zeitalter, weil man sich ja auch die Frage gestellt hat, inwiefern soziale Bewegungen zum Beispiel auch im Netz möglich sind. Und die sind natürlich möglich. Ich würde sagen, Butler würde sogar sagen, sie sagt das nämlich auch mal über den Text, also auch einen Text zu schreiben, ist performativ. Also auch der Social-Media-Bereich ist performativ. Allerdings, und wir haben das gesehen bei Bewegungen, Fridays for Future oder bei anderen sozialen Bewegungen, dass schlussendlich trotzdem dieser Moment dazugehört des Sich-Begegnens auf der Straße, also die Begegnung von Körpern. Und das streicht sie hier in diesem Text eben heraus. Sie sagt, es geht darum, dass Körper in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Raum erscheinen, in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit voneinander und dadurch ein Wir performativ hervorbringen. Und was dem Ganzen natürlich zugrunde liegt in der Demokratie, ist ein Versammlungsrecht, dass sowas überhaupt möglich ist, das natürlich dann hier und da stark eingeschränkt wird und der Umgang damit ist natürlich ein ambivalenter. Aber sie arbeitet heraus, das ist ganz spannend, dass es sich hier trotzdem, egal, also wie, auch wenn es verboten wird, das Volk sich dieses Recht trotzdem herausnimmt und auch herausnehmen kann, damit auch potenziell gerechnet werden muss, weil eben dieser Moment ein so starker Moment der Volkssouveränität ist, der eigentlich die Grundlage darstellt für demokratische Politik im Allgemeinen. Das heißt, sie sagt, das Recht auf Versammlung ist im Prinzip etwas, das dem Recht schon vorausgeht und sich damit außerhalb des Rechts, wie wir es fassen, befindet. Weil, sie sagt, sie fasst das in der Art eines Überschusses, der immer da ist, nämlich dass das Volk sich im Prinzip in der Demokratie sozusagen den rechtlichen Rahmensetzungen immer auch noch ein Stück weit entzieht. Also das Volk wird nie als Ganzes oder vollständig repräsentiert oder gibt sozusagen vollständig seine Souveränität ab durch die Wahl auf die Gewählten, sondern es gibt immer so eine Art Exzess der Demokratie und des Volkes, in dem sie sich immer wieder versammeln können,
und auch kritisieren und natürlich die Möglichkeit zum Aufstand und zum Widerstand haben. Das wäre dieser Überschuss, der nicht vollständig von der Ordnung vereinnahmt werden kann. Sie nennt es deshalb auch eine außerparlamentarische Macht oder auch die verbleibende anarchistische Energie innerhalb der Demokratie oder eben ein permanentes Revolutionsprinzip. Ein Zitat, in anderen Worten, die Bedingungen demokratischer Herrschaft beruhen letztlich auf einer Ausübung der Volkssouveränität, die niemals gänzlich von irgendeiner besonderen demokratischen Ordnung beschränkt wird. Also exakt, was ich gerade versucht habe zu schildern. Nun beschäftigt sie sich dann mit dem Slogan Wir, das Volk. Und sie fragt sich, was wird hier eigentlich ausgesagt, wenn sich Menschen auf der Straße treffen und sagen, wir sind das Volk? Erstens sagt sie, dieses Wir ist nicht dazu da, das finde ich interessant, könnte man diskutieren, und will auch nicht, dass das ganze Volk damit gemeint ist, sondern eher, dass wir, das Volk, löst im Prinzip eine Debatte darüber aus, wer nun das Volk eigentlich ist. Für sie also ist es eigentlich eher ein Zitat innerhalb einer Zitatenkette, wie sie es auch nennt, denn es ist ein bestimmter Sprechakt, aber ein Sprechakt, der schon wieder auf etwas verweist und vorausweist, also in dem Sinne, dass, wie sie es sagt, ein Sprechakt ist, der zeitlich und räumlich ausgedehnt ist als ein Phänomen, nicht punktuell. Also man kann nicht, wir könnten so sagen, wir können das Volk nicht isolieren und nur in diesem Moment interpretieren und die Bedeutung verstehen, indem es kandiert wird, sondern es ist immer schon eingebettet in Sprechakte, die sich aneinander geknüpft haben. Also sowohl Vergangenheit als auch natürlich dann die Frage der Forderungen, die damit verbunden werden und die in die Zukunft weisen. Ja. Also es ist eben es ist dynamischer als es scheint im Prinzip und es ist weniger absolut und total, als es daherkommt. Ja. Ich denke, vom Anspruch der Demonstrierenden her könnte man das diskutieren, aber das ist mal, was sie feststellt. Also was sie nämlich schon sagt, auch in Verbindung damit, ist, es wird eine Gleichheit behauptet oder eine Gleichheitsvision zum Ausdruck gebracht. Aber sie sagt eben nicht durch das Wir, das Volk, also durch diese Worte, sondern die Gleichheitsvision und die behauptete Gleichheit wird durch den performativen Akt des Erscheinens der Körper auf der Straße zum Ausdruck gebracht. Also ich denke, man könnte vielleicht sowas sagen wie eine Art von Gleichheit oder Wir-Gefühl wird gespürt in dem Moment, in dem sich Körper auf der Straße treffen und zum Ausdruck bringen. Für sie ist Wir, das Volk, dann auch nicht eben ein Wir, das einfach nur etwas repräsentieren will, das schon da ist, sondern eben im Sinne ihres Performativen, wird hier das Wir erst hervorgebracht. Darum nennt sie es eben auch eine Selbsthervorbringung, genau in diesem Moment des Auftretens, statt Repräsentation. Also es handelt sich nicht um einen repräsentativen Moment. Und das ist auch wichtig, weil das grenzt sie, glaube ich, von anderen Theoretikerinnen ab. Sie sagt auch, die Aktion und die Performance, das Performative in dem Moment, auch das Auftreten der Körper, das geht nun dem Wort voraus. Also klar, so wie das Sprechen ein Sprechorgan braucht, braucht es zunächst die Anwesenheit und die Präsenz der Körper, um überhaupt diesen Satz auszusprechen. Und das bedeutet für sie auch, dass das Performative und das Erscheinen und das Gefühl, im Prinzip, das auch damit einhergeht, der Forderung vorausgeht, also einer politischen, konkreten politischen Forderung. Andere Theoretikerinnen würden das anders sehen. Auch bei Laclau ist es ja so, dass das zentrale Element eigentlich des politischen und des Erscheinens des politischen ist eben ein Demand oder eine Forderung, die sozusagen in unterschiedlichen Gruppen schon existiert und die dann wiederum dazu beiträgt, dass sich diese Gruppen verbinden und vereinen und dann eigentlich erst auf die Straße gehen. Es ist ein interessanter Diskussionspunkt, was hier zuerst ist, Henne oder Ei sozusagen. Nun,
Was für sie ganz wichtig ist, im Sinne eben dessen, wie sie immer versucht, darüber nachzudenken, ist nun, was ist also diese organische Bedingung für diesen Satz "wir das Volk"? Und das sind eben für sie die Körper. Und sie meint auch, dass selbst die Forderungen, die dann zum Ausdruck gebracht werden, mittlerweile sehr sogar auf den Körper und das Körperliche und das Materielle abzielen. Also zum Beispiel Gesundheit, Überleben, eben Zukunft des Lebens der Menschen, natürlich auch Sicherheit, ja, soziale Forderungen, sozioökonomische Forderungen, also Hunger und so weiter. Also tatsächlich auch körperliche Ansprüche und Bedürfnisse, die hier artikuliert werden. Hier sind nur zwei Beispiele. In Wien zum Beispiel eine Demo, die bei diesen Anti-Corona-Demos stattgefunden haben, wo es auch hieß und skandiert wurde, wir kommen trotzdem. Also auch hier kann man natürlich die Frage stellen, welches wir? Und dieses gerade also bei diesen bei den Demos, denke ich, gegen Corona-Maßnahmen, konnte man gut sehen, dass es sich auf keinen Fall um die Repräsentation eines schon zuvor existierenden Wir gehandelt hat, denn hier kamen ja ganz unterschiedliche Gruppen zusammen, sondern ein Wir, das eigentlich erst durch den performativen Akt entstand. Natürlich auch bei Fridays for Future immer wieder das Wir, also wir sind hier, wir sind laut, das Wir und Ihr natürlich. Ja? Also jedes Wir konstruiert ja auch ein Ihr. Ein Zitat wieder von ihr: Überleben ist eine Voraussetzung der Politik, nicht aber ihr Ziel. Wir überleben gerade, um leben zu können. Und das Leben, so sehr es auch Überleben erfordert, muss mehr als Überleben sein, um lebenswert zu sein. Denn ich fand das deshalb spannend, dieses Zitat, weil das lässt sich natürlich eins zu eins heute im Sinne der Corona-Maßnahmen lesen. Also sie sagt, das Überleben allein darf nie Ziel der Politik sein, sondern Politik und natürlich auch Protest und alle anderen Ausdrucksformen dienen eigentlich dazu, das gute Leben oder das lebenswerte Leben einzufordern. Das Überleben, das ist eigentlich die Grundlage schon von überhaupt Politik. Ja. Nun, was wäre Ihr Ziel? Also worauf sollte das nun normativ für Sie hinauslaufen? Wir haben es schon bei Gender Travel gesehen, es geht ja auch um die Anerkennung und ja, die Akzeptanz eigentlich von Kontingenz. Und sie würde darauf abzielen, auch komplexere Wege zu gehen und die im Prinzip auch auszuhalten, also weg von der Vereindeutigung. Sie spricht auch die Möglichkeit oder die Option eines neuen politischen Gemeinwesens an. Ich finde es immer noch ein bisschen schwer zu sehen, welche Art dieses sein soll. Gibt es vielleicht andere Texte? Also in dem Text wird das nun nicht sehr konkret. Und dann doch im Nachhinein, das fand ich interessant, die Forderung, dass den Zusammenhalt, der sollte über bestimmte Forderungen entstehen. Also man sieht, dass sie natürlich keine politische Bewegung kommt ohne Forderungen aus. Ja? Also selbst wenn die Körper performativ anwesend sind und dadurch ein Wir entsteht, geht es natürlich schlussendlich um die Forderungen, die an die Konstruktion dieses Wir angehängt werden. Was ihr ganz wichtig ist, ist immer wieder dieser Widerstand, also den Widerstand lebendig zu halten gegen Ungleichheit. Dagegen tritt sie generell auf. Sie fordert auch offene, aber sichere Straßen. Also es geht ja darum, dass Menschen sich einfach auch auf der Straße fortbewegen können und zum Beispiel nicht gefährdet werden, weil sie von ihrem Habitus und ihrer Körperhaltung nicht der Norm entsprechen. Damit hat sie sich ja sehr viel auseinandergesetzt, auch die Angriffe auf Schwule von anderen Männern, weil sie eben nicht in Normvorstellungen hineinpassen. Aber man muss auch dazu sagen, diese Forderung, generell bei den Forderungen, die sie auch stellt, lässt sich fragen, inwiefern sie das gegen die Forderungen einer AfD und einer FPÖ oder rechtspopulistischer Parteien abgrenzen kann. Denn auch die setzen sich ja jetzt gerade in Corona-Zeit immer mehr ein wieder für männliche Freiheit, gegen den Staat, gegen die überbordenden Regulierungen. Also da ist es ganz schwierig und das wäre auch sehr wichtig, hier natürlich die Ziele und die Unterschiede in den Forderungen auch herauszuarbeiten.
Ganz wichtig ist auch, sie geht immer wieder darauf ein, auf Agamben und und seinen Bezug auf das nackte Leben und die Schutzlosen, die er ja eben als dieses nackte Leben beschreibt, die aller Rechte beraubt sind und auch Möglichkeiten. Das sieht Butler immer wieder anders. Sie sagt auch, die Schutzlosen und auch Staatenlose, erstens bekommen sie sehr wohl Positionen zugeordnet. Also es ist kein so ein luftleerer Raum. Und zweitens haben sie immer Möglichkeiten und Potenziale, nämlich eben rebellisch zu sein und revolutionär. Das ist für sie ein ganz wichtiger Aspekt. Wir kommen noch zu ein paar Keywords in Bezug auf ein Gespräch zwischen Judith Butler und Spivak. Sprache, Politik, Zugehörigkeit, um auch noch zu schauen, was sieht Butler oder wie würde Butler den Staat charakterisieren? Das ist deshalb auch wichtig, weil Butler tatsächlich auch kritisiert wurde, wie so viele poststrukturalistische oder postmarxistische Denkerinnen darin, dass sie den Staat zu wenig in den Blick nehmen, nämlich auch in der Hinsicht, also die Machtförmigkeit des Staates. An Butler wurde vorgeworfen, dass sie den Staat ausblendet, weil sie zu mikropolitisch vorgeht und sich eben vor allem diese sozialen Machtmechanismen auch ansieht. Ich finde, in dem Gespräch zwischen Spivak und Butler kann man ihr das nicht mehr zum Vorwurf machen. Natürlich ist die Frage, also wie tief genug sie auf den Staat jetzt eingeht, aber sie macht sich doch Gedanken darüber. Also Staat ist für Butler eine gesetzliche und institutionelle Struktur, ganz klassisch. Sie verweist aber auch darauf, dass es diese institutionellen Strukturen gibt, die machtförmig sind, die natürlich nicht nur zum Staatsapparat gehören. Also die staatliche Macht geht sozusagen über den Staatsapparat hinaus. Wie gesagt, man kann das alles sehr gut verstehen, wenn man einfach daran denkt, dass sie immer wieder an Foucault anschließt. Der Staat für Butler bindet und hebt aber auch Bindungen auf, denn es geht in diesem Gespräch eben auch um die Frage von Staatsbürgerschaft, von Staatenlosen. Also sie denkt auch, dass der Staat eben nicht Zugehörigkeiten innerhalb des Staates produziert. Und sie geht eben, wie gesagt, hier auch noch einen Schritt weiter, indem sie vor allem auch die Souveränität, nämlich auch staatliche Souveränität außerhalb des jeweiligen Territoriums in den Blick nimmt und bezeichnet diese Art der Souveränität dann auch als Empire. Wenn wir eben an diese rechtsfreien Räume denken oder an eben Gefängnisse, die außerhalb des Territoriums angesiedelt sind, an Lagern von Geflüchteten, also all das macht sie eben auch zum Thema und sagt, hier greift eben die Souveränität des Staates hinaus über seine Grenzen. Was sie auch diskutiert, ist eben die staatliche Macht, die vor allem die Staatsbürgerschaft verwendet und instrumentalisiert und die Kriterien der Staatsbürgerschaft instrumentalisiert, um Macht auszuüben. Wie immer ist für Butler ganz zentral immer Widerstand zu leisten und Widersprüche aufzuzeigen. Und im Endeffekt thematisiert sie vor allem nochmal dieses klassische demokratische Dilemma zwischen Freiheit und Gleichheit, also zwischen diesen beiden Ansprüchen, die ja immer in einem Spannungsverhältnis stehen. Und auch klassisch, wie Butler veranlagt ist, sagt sie, wir müssen diesen Widerspruch aber auch produktiv nutzen. Man kann das nicht auf eine Seite hin auflösen, soll man auch nicht. Ja. Das heißt, beides, Freiheit und Gleichheit, gilt es immer wieder einzufordern und auch in ihrer Widersprüchlichkeit auszuhalten und stehen zu lassen. Dies also ein paar wichtige, zentrale Aspekte zu den zu ein paar Themen von Butler. Wie gesagt, ihr Werk ist unglaublich breit und es lohnt sich, finde ich, immer Butler zu lesen. Es ist natürlich anspruchsvoll, aber ich persönlich mag ihren Stil auch deshalb, weil es ihr gelingt, einerseits sehr pointiert aufzutreten und andererseits aber in ihrem Schreiben und ihrem Stil eine gewisse Bescheidenheit hat, indem sie sich eben in einem anti-essentialistischen Schreiben auch, finde ich, versucht. Also es bleibt immer wieder etwas offen oder sie macht wieder etwas auf,
obwohl sie doch bestimmte Dinge einfordert. Das ist einfach sehr spannend, auch in ihrer Art und Weise zu schreiben, finde ich, dass ihr das gelingt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.